Servus Leute und willkommen zurück bei einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und heute geht es mal wieder um das Thema Steuern. Und zwar hat mich mehrmals die Frage erreicht, ob man denn für sein Amazon FBA Business ein Kleingewerbe anmelden soll. Das heißt, ob man die Kleinunternehmerregelung nutzen soll oder nicht und was meine Meinung dazu ist und ob ich da nicht mal ein Video dazu machen kann. Genau dieses Video will ich heute machen und zwar möchte ich dir in diesem Video einmal aufzeigen, was die Kleinunternehmerregelung überhaupt ist. Also was sie dir für Vorteile und für Nachteile beschert und dann im Nachgang möchte ich dir sagen, was meine Meinung dazu ist, ob du sie nutzen solltest oder eben nicht. Und bevor wir in das Video reinstarten, würde ich mich sehr freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben gibst für den YouTube-Algorithmus, damit das Video auch andere Leute finden und dann legen wir auch los. Als allererstes möchte ich erstmal klarstellen, dass es das Kleingewerbe nicht als eigene Gesellschaftsform gibt. Das heißt, du meldest kein Kleingewerbe an, sondern du meldest einfach ganz normal dein Gewerbe an und entscheidest dich dann, die Kleinunternehmerregelung zu nutzen oder eben nicht. Und die Kleinunternehmerregelung entscheidet im Endeffekt nur darüber, ob gewisse Umsatzsteuergesetze angewandt werden oder nicht. Grundsätzlich ist es so, dass du als Gewerbetreibender auf deine Rechnung Umsatzsteuer ausweisen musst. Das heißt, wenn du beispielsweise ein Produkt verkaufst für 20 Euro netto, dann musst du auf diese 20 Euro noch 19% Umsatzsteuer aufschlagen. Das sind dann 3,80 Euro. Das heißt, du verkaufst das Produkt dann brutto für 23,80 Euro und führst die 3,80 Euro ans Finanzamt ab. Wenn du Umsatzsteuer ausweist und abführst, dann sind auch sogenannte Umsatzsteuervoranmeldungen beim Finanzamt fällig. Die machst entweder du selbst, das bedeutet natürlich einen gewissen Aufwand, oder du beauftragst einen Steuerberater, der das Ganze für dich macht und dann ja, sind es im Endeffekt einfach einige Mehrkosten, die du hast, dass sich jemand darum kümmert. Okay, kommen wir jetzt dazu, was die Kleinunternehmerregelung an den eben genannten Punkten ändert. Wenn du die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nimmst, dann musst du auf deinen Rechnungen keine Umsatzsteuer ausweisen und musst entsprechend auch keine Umsatzsteuer ans Finanzamt abführen. Dazu gibt es zwei Voraussetzungen, die du erfüllen musst, damit du die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen kannst. Das ist als erstes, dass dein Umsatz im vergangenen Jahr 22.000 Euro nicht überschritten hat und dass dein Umsatz voraussichtlich in diesem Jahr 50.000 Euro nicht überschreiten wird. Wenn es kein Vorjahr gibt, weil du erst in diesem Jahr gegründet hast, dann fällt die Regelung mit dem Vorjahr weg, weil es dieses Vorjahr ja nicht gibt. Und dann beziehen sich die 22.000 Euro auf das Gründungsjahr. Also wenn du voraussichtlich in deinem Gründungsjahr nicht mehr als 22.000 Euro Umsatz machst, dann kannst du die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen. Hierbei musst du aber bedenken, dass es sich hier immer um den kompletten Jahresumsatz handelt und wenn du beispielsweise unter dem Jahr gründest, also gehen wir mal davon aus, dass die Hälfte des Jahres schon vergangen ist und du dann beispielsweise im Juli 2021 dein Gewerbe anmeldest und die Kleinunternehmerregelung nutzen möchtest und du machst jetzt von Juli bis Dezember, das heißt in der zweiten Jahreshälfte in 6 Monaten 15.000 Euro Umsatz, dann ist das aufs Jahr hochgerechnet ein Umsatz von 30.000 Euro, weil das Jahr ja 2 mal 6 Monate besitzt und dementsprechend liegst du mit diesen 30.000 Euro dann über den 22.000 Euro und würdest dann im nächsten Jahr, im Folgejahr aus der Kleinunternehmerregelung rausfallen und müsstest dann ab 2022 ganz normal Umsatzsteuer ausweisen und auch abführen. So, was sind denn die Vorteile der Kleinunternehmerregelung? Ich denke, es ist schon rausgekommen, dass du auf jeden Fall eine einfachere Buchhaltung hast. Du musst keine monatlichen oder vierteljährlichen Umsatzsteuervoranmeldungen beim Finanzamt abgeben. Das spart dir entweder Aufwand oder Zeit. Und du hast natürlich auch die Möglichkeit, eventuell geringere Preise als deine Konkurrenz anzubieten, weil du die 19% Umsatzsteuer bzw. Mehrwertsteuer nicht aufschlagen musst auf dein Produkt, was andere Personen bzw. andere Unternehmen natürlich machen müssen, die die Kleinunternehmerregelung nicht nutzen.
Wenn du an Gewerbetreibende verkaufst, dann ist der Punkt nicht so wirklich relevant. Aber wenn du an Privatpersonen, das heißt an Endverbraucher, verkaufst, die die Mehrwertsteuer dann voll zahlen und auch nicht wieder als Vorsteuer abziehen beispielsweise, dann kann dieser Punkt schon einen Unterschied machen. Was sind die Nachteile an der Kleinunternehmerregelung? Es gibt einen ganz großen Nachteil und der ist, dass du nicht vorsteuerabzugsberechtigt bist, wenn du die Kleinunternehmerregelung nutzt. Was heißt das? Stell dir vor, du hast Kosten in deinem Unternehmen, beispielsweise Wareneinkäufe, und wir machen jetzt ein einfaches Beispiel. Du hast Ware für 1.190 Euro eingekauft in beispielsweise China, und wenn du jetzt vorsteuerabzugsberechtigt wärst, könntest du dir die darin enthaltene Umsatzsteuer, die 190 Euro beträgt, wieder vom Finanzamt zurückholen. Wenn du aber die Kleinunternehmerregelung nutzt, bist du nicht vorsteuerabzugsberechtigt und kannst dir dementsprechend die 190 Euro nicht zurückholen und musst das Ganze komplett bezahlen. Ein zweiter Nachteil, den ich noch sehe, ist, dass ein Unternehmen, welches die Kleinunternehmerregelung nutzt, natürlich als nicht ganz so professionell angesehen wird wie ein Unternehmen, was die Kleinunternehmerregelung nicht nutzt. Ganz einfach, weil wenn du die Kleinunternehmerregelung nutzt, musst du auch auf jede deiner Rechnungen draufschreiben, dass du die Kleinunternehmerregelung nutzt, weil der Käufer muss natürlich nachvollziehen, warum auf deiner Rechnung keine Mehrwertsteuer ausgewiesen ist. Und das kann in gewissen Geschäftsbeziehungen dann tatsächlich als nicht ganz so professionell wirken, beziehungsweise wirkt dein Unternehmen dann einfach noch sehr jung, noch nicht so stabilisiert und vielleicht auch deswegen für Geschäftspartner nicht allzu vertrauenswürdig. Das heißt, das ist auch ein Grund, der gegen die Kleinunternehmerregelung spricht. So, wenn du jetzt aber sagst, dass die Vorteile für dich die Nachteile trumpfen und du möchtest die Kleinunternehmerregelung nutzen, wie kannst du sie denn beantragen? Nachdem du dein Gewerbe angemeldet hast, bekommst du ja sowieso den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung zugeschickt und dort kannst du dann beantragen, dass du die Kleinunternehmerregelung nutzen möchtest. Hierbei ist noch eine Sache wichtig zu beachten, und zwar, wenn du dich für die Kleinunternehmerregelung entscheidest, kannst du immer wieder zum Jahresende bzw. zum nächsten Jahresanfang deine Entscheidung revidieren und dementsprechend aus der Kleinunternehmerregelung austreten und anfangen, Umsatzsteuer auszuweisen und abzuführen. Wenn du dich aber gegen die Kleinunternehmerregelung entscheidest bei deiner Gründung, dann ist diese Entscheidung für 5 Jahre bindend und du kommst danach eben für die kommenden 5 Jahre nicht in die Kleinunternehmerregelung wieder rein. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, der für dich wahrscheinlich am spannendsten ist. Was würde ich dir denn empfehlen für dein Amazon FBA-Gewerbe? Solltest du die Kleinunternehmerregelung nutzen oder solltest du sie nicht nutzen? Einfach gesprochen kann ich dir sagen, dass ich dir empfehlen würde, die Kleinunternehmerregelung nicht zu nutzen. Aus welchem Grund? Im E-Commerce ist es so, dass sich deine Umsätze natürlich nicht linear skalieren, sondern exponentiell. Das heißt, es kann sehr schnell passieren, dass wenn du die Kleinunternehmerregelung nutzt, auch wenn du denkst, dass du vielleicht im ersten Jahr oder im folgenden Jahr nicht so viel Umsatz machen wirst, du aber dann trotzdem, gerade auch durch die Pandemie, die wir aktuell haben und der Onlinehandel, der immer weiter boomt, dass du viel mehr Umsatz machst, als du anfangs antizipiert hast und dementsprechend über die Schwellenwerte kommst und riskierst, dann gewisse Nachzahlungen leisten zu müssen, wenn du beispielsweise zu lange keine Umsatzsteuer ausgewiesen hast, aber schon lange über dieser Schwelle bist und dementsprechend dann Nachzahlungen von Umsatzsteuer an das Finanzamt leisten musst. Das Ganze bedeutet für dich dann natürlich sehr viel Aufwand, das Ganze nochmal aufzuarbeiten, also entweder mit deinem Steuerberater zusammen oder wenn du keinen Steuerberater hast, dann ist es für dich natürlich noch mehr Aufwand und es kostet dich dann natürlich auch einfach Geld, diese Nachzahlung zu leisten. Also das kann dann auch gerne mal in die Hunderte oder Tausende Euro reingehen und das möchtest du natürlich vermeiden. Ich verlinke dir mal unten einen Artikel, in dem einige Fälle beschrieben sind, was passieren kann, wenn du deine Schwellenwerte im aktuellen Jahr oder dann im Folgejahr überschreitest und was dann einfach Konsequenzen sind, die daraus entstehen können. Das würde jetzt den Rahmen des Videos sprengen. Wie gesagt, verlinke ich dir unten in der Beschreibung. Was du einfach verstehen musst, ist, dass E-Commerce einfach ein anderes Business ist, als wenn du jetzt beispielsweise eine Dienstleistung anbietest oder beispielsweise Freelancer bist. Stell dir vor, du bist Grafiker und hast einfach einen gewissen Stundensatz, den du für deine Arbeiten verlangst und du kannst dann
dementsprechend natürlich deinen Umsatz immer nur linear skalieren. Das heißt, je mehr Zeit du reinsteckst und dementsprechend je mehr Zeit du abrechnest, dementsprechend mehr Umsatz machst du auch. Aber im E-Commerce skaliert sich dein Business natürlich exponentiell und es kann sehr schnell passieren, dass du über die Schwellenwerte kommst. Der zweite Grund, warum ich dir von der Kleinunternehmerregelung abraten würde, ist, damit du den Vorsteuerabzug nutzen kannst. Denn du weißt natürlich, wenn du anfängst, dein Amazon FBA Business zu gründen und aufzubauen, hast du am Anfang sehr viele einmalige Kosten, die du dann als Vorsteuer abziehen kannst. Also du hast ja beispielsweise erstmal deinen Wareneinkauf. Vorher hast du vielleicht Kosten für gewisse Software, ja, sei es eine Rechnungssoftware oder eine Produktrecherche-Software. Das sind dann alles Kosten, die du gegenrechnen kannst und von der Vorsteuer abziehen kannst. Dann hast du vielleicht erste initiale Termine mit deinem Steuerberater, um alles gescheit aufzusetzen. Du hast noch weiter vorne natürlich deine Gewerbeanmeldung. Du hast einmalige Kosten für ein Logo-Design oder ein Verpackungsdesign. Vielleicht hast du noch ein Coaching in Anspruch genommen in Höhe von mehreren hundert Euro, indem du nochmal Fragen geklärt hast. Das sind dann alles Kosten, die du direkt als Vorsteuer mit abziehen kannst und die dann natürlich die Umsatzsteuer, die du dann letztendlich zahlen musst, ans Finanzamt um einiges drücken. Also alleine aus diesem Grund würde ich dir von der Kleinunternehmerregelung abraten. Und am Ende möchte ich dir noch einmal eine kleine Rechnung mitgeben, in der auch ziemlich schnell klar wird, wenn du dein Amazon FBA Business mit einem gescheiten Startkapital startest, dass du höchstwahrscheinlich schon im ersten Jahr über die 22.000 Euro Umsatz kommst. Stellen wir uns jetzt mal vor, du verwendest nur 2.500 Euro auf den Einkauf von Ware. Ja, stellen wir uns mal vor, du kaufst 500 Einheiten ein zu einem Preis von 5 Euro pro Stück und verkaufst diese 500 Einheiten dann für 20 Euro pro Stück auf Amazon. 500 Einheiten mal 20 Euro sind 10.000 Euro Umsatz. So, du siehst schon, da sind wir fast bei der Hälfte von den 22.000 Euro, die wir an Umsatz machen dürfen in unserem Gründungsjahr, wenn wir wirklich im Januar dieses Jahres gegründet haben. Wenn du jetzt noch eine zweite Bestellung an Ware machst, stellen wir uns vor, dass du diesmal für 3.000 Euro Ware einkaufst, also 600 Einheiten à 5 Euro und verkaufst diese 600 Einheiten dann auch wieder zu 20 Euro das Stück. Dann machst du 600 mal 20 Euro, machst 12.000 Euro Umsatz. Und wenn wir jetzt die 10.000 Euro zusammenrechnen mit den 12.000 Euro, bist du schon bei deinen 22.000 Euro Umsatz, die du machen darfst als Kleinunternehmer und würdest dann sowieso im nächsten Jahr aus der Kleinunternehmerregelung rausfallen, aber hast in deinem Gründungsjahr nicht den Vorteil genutzt, den Vorsteuerabzug zu nutzen und dementsprechend all deine ersten Ausgaben, die du im Gründungsjahr hattest, von der Vorsteuer abzuziehen. Ich denke, durch diese Rechnung wird klar, dass du allein durch deine ersten zwei Warenbestellungen schon deine 22.000 Euro Umsatz generieren kannst. Mal ganz davon abgesehen, wenn du ein Produkt verkaufst, was einen viel höheren Verkaufspreis hat, dann kriegst du deinen Umsatz wahrscheinlich noch viel schneller zusammen. Dementsprechend, ich würde dir einfach empfehlen, die Kleinunternehmerregelung nicht zu nutzen aus den Gründen, die ich dir gerade genannt habe. Natürlich hast du dadurch ein bisschen mehr Aufwand und musst dich höchstwahrscheinlich auch mit einem Steuerberater zusammentun, wenn du die Umsatzsteuervoranmeldung nicht selber machen möchtest. Ich würde dir auch empfehlen, das in die Hände eines Steuerberaters zu geben. Aber ich finde auch, je früher du mit einer guten Steuerkanzlei zusammenarbeitest und einfach hin und wieder dich mit denen austauschst und schaust, wo du noch irgendwie gewisse Stellschrauben drehen kannst, um Steuern zu sparen, desto besser. Denn dann tauchst du auch schon sehr bald in das Thema Steuern ein, verstehst das Ganze für dich. Und das ist ein Thema, was dich in deiner unternehmerischen Karriere sowieso noch sehr lange begleiten wird. Und ja, das soll es gewesen sein mit dem Video heute. Ich hoffe, ich konnte etwas Licht ins Dunkel bringen zu der Frage Kleinunternehmerregelung ja oder nein. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Thema für euch gelöst habt und was eure Meinung zu dem Video ist und zu dem, was ich euch heute empfohlen habe. Und ansonsten freue ich mich über einen Daumen nach oben und wir sehen uns dann im nächsten Video. Haut rein. Ciao.